Svenja? Svenja to the help. Und zwar hat dieser Randomizer Maps, wo man gucken kann, wo potenziell was ist. Du kannst ja jetzt einfach mal auf der Map, die ich dir jetzt einfach gleich aufmache, wo ich nicht hingucke, um mich nicht zu spoilern, gucken, ob du irgendwo Stiefel findest. Stiefel? Ja. So. Irgendwo so kleine Stiefelchen. Wenn du keine siehst, gehe ich eine Map weiter. Über die gleichen Symbole irgendwie. Ein paar sehen auch anders aus. Ja, es sieht nicht nach Stiefeln aus. Okay, dann nächste Map. Also ich meine, du siehst ja, dass hier und da irgendwas auch ein bisschen anders aussieht. Hier ist so ein Kackhaufen zum Beispiel. Ein grauer Kackhaufen. Wo? Zeig mal drauf, damit ich direkt da drauf gucken kann. Okay, den haben wir. Keine Ahnung, ist auch keine Stiefel. Ich guck mal kurz, das ist Chozodia. Ja, das war, glaube ich, unser Plasma-Beam, der Kackhaufen. Hast du gerade Chozo-Dings da als Kackhaufen bezeichnet? Nee, du hast unseren Plasma-Beam als Kackhaufen bezeichnet. Ah, I see. Falls du übrigens irgendwo so ein Ding mit einem kleinen W dran siehst, das kannst du mir auch gerne sagen, wo das ist. Haben wir jetzt nicht drauf geachtet, aber hier ist auch nichts. Okay. Das soll unser Plasma-Beam der Kackhaufen. Da sind immer nur Raketen auf dieser Karte. Nein. Du bist wieder rauszoomen. Sorry. Nö. Weder das W noch der... Aber da ist, glaube ich, auch nichts. Hä? Hey. Was soll denn die Stiefel aussehen? Wie zeige ich es am besten, ohne mich selbst zu spoilern, wo was ist? Also, oder guck nach irgendwas, was nicht Raketen, E-Tanks oder Bomben sind. Okay, ist wieder ein Scheißhaufen mit einem lilafarbenen W. Das lilafarbene W ist gut. Ja. Wo ist das? In Norfair. Nee, das ist Ridley. Ja gut, das ist schon mein Ridley. Moment, wenn du das auf der Karte da siehst. So, ungefähr von der Position, wo Ridley ist. Der obere oder der untere Punkt? Oder einer von den beiden wahrscheinlich dann, so von der Höhe, ne? So, das ist Ridley. Ja. Rechts von ihm ist ein Safe Point und darüber. Okay, also ist einer der Punkte der Wave Beam. Dann ist jetzt die Frage, wo ist unser... Wobei, da. Da ist unser Stiefel. Das ist doch kein Stiefel! Das ist ein Stein! Aber ich sehe gerade... Die beiden Items, die ihr da gerade auf der Map seht, bei Ridley, das sind der Wave Beam und der High Jump, die wir brauchen. Das ist ja richtig blöd ausgeschildert. Ich hab da nichts erkannt. Yo. How are we gonna do this? Also hier kann ich nie im Leben genug Anlauf nehmen dafür, oder? Nein. Nee. Das heißt, ich muss irgendwie zu Ridley kommen. Gibt es einen anderen Weg zu Ridley, außer den ich hier jetzt gehen möchte, muss? Weiß da gerade jemand, ob es da noch einen anderen Weg gibt, den man nehmen kann? Oh. Blubbernde Scheiße tut weh. Ich komme da nicht durch. Es gibt einen Geheimraum ganz rechts am Rand. Komme ich da rein, ist die Frage von hier aus. Aber ich habe schon gesehen, dass da rechts am Rand irgendwas ist, aber von wo kommt man rein? Ich
Schauen wir mal, ob hier irgendwo... Hier ist er nur nach oben. Hier ist auch nur nach oben. Er verläuft wirklich von sehr weit oben nach sehr weit unten. Dann gucken wir einfach mal, ob ich hier irgendwo was finde. Und spreng einfach überall. Weil ich habe gesehen, Powerbomben zeigen auch so ein bisschen Secrets. Secret-Wege und so. Wir haben ja zum Glück genug Powerbomben. Sprengen wir einfach die ganze Welt in die Luft. Da! Genau was gesehen. Aber das ist nur ein Rückweg. Ich muss unten rein. Sploosh. Exactly. Ganz oben. Hm? Wo ich das denn hin? Ah. Ganz nach oben. Okay, gucken wir einfach mal und schießen uns mal nach ganz oben. Ob ich da überhaupt ganz oben reinkomme, weil da war jetzt auch nur was zum Runterfallen. Einmal außenrum wahrscheinlich dann. Aber nicht von hier aus, eins tiefer. Schauen wir mal. Wenn wir Glück haben, können wir so quasi dann doch noch nach unten. Wobei, war hier nicht noch irgendwo eine Stelle, wo ich nicht weiterkam, weil ich mich nicht festhalten konnte? Oh, wo war das? Bei irgendeinem Geheimgang. Da unten. Wir gehen nochmal kurz zu... Wobei, ich komme eh danach. Da irgendwann dran vorbei, wenn ich da zu Ridley möchte. Aber so schnell komme ich da, glaube ich, auch nicht nochmal hin, ne? Moment. Wir gehen nochmal kurz nochmal runter. Und gucken mal, was bei diesem einen Geheimgang ist. Also wir wissen dazu, das ist nicht der Wave Beam und nicht die High Jump Boots. Ridley ist echt die Sacknaht, ne? Hortet den ganzen guten Stuff einfach bei sich. Okay. Ach da. Nee, Ridley ist nicht der Final Boss. Wobei, in gewisser Weise schon, doch. Falsch, muss eh von ganz links zu diesem Geheimgang hin. Hab mich geirrt. Dann doch wieder nach oben. So. Doch kein Kommando zurück. Ja. Rein theoretisch können wir zum Final Boss. Ist halt die Sache. Wenn wir hier sind, können wir auch kurz mal speichern. Komm, schnell mit dem Eisbeam sonst hoch, ne? Ja, sieht alles sehr nach Eisbeam hier aus. Ah, ist so gut, dass man sich einfach festhalten kann. Kann ich damit kaputt machen. So, und theoretisch in diesem Raum dann. Da oben!
Okay. Und weiter. Danke für diesen unglaublich guten Geheimgang. Aua. Nice. Sind wir doch unten angekommen. Und haben den Eisbeam. Das Problem ist... Oh doch, es geht... Oh gut, danke. Es geht weiter. Ich dachte, links geht es jetzt hier nicht an dem Safe-Raum weiter. Das wäre ziemlich kacke gewesen. Heilung mitnehmen. Ah, ich sehe gerade, wie man hier nochmal machen muss. Also braucht schon die Schildkröte. Falscher Knopf. Jetzt nochmal von der anderen Seite. Ich habe zwar keine Ahnung, wie dieser Gegner heißt, aber es ist eine riesige Larve einfach. Rüber und... Haben wir den jetzt? Oh, der linken Seite ist noch ein bisschen was. Oh, wollte ich nicht einfrieren. Haben wir ihn jetzt? Jetzt haben wir ihn. Und jetzt können wir zu Ridley runter. Dann schauen wir uns mal hier mal jetzt mal ein bisschen um. Fortschritt! Das ist nur ein... Hey, war das nicht nur ein Draufladerraum oder war hier noch ein Secret? Da! Muss ja doch hier irgendwo noch was versteckt. Vielleicht mal die müssen jetzt wieder wechseln. Knallt Svenja rum. Noch mehr Missiles. Still waiting for something special. Da, kommt ihr endlich? Ich sollte nicht so, ich hätte nicht so tief runterspringen sollen. Jetzt kommt niemand zurück. Hätte ich sogar irgendwie noch ein Secret? Sieht aus wie ein Secret, aber das ist keins. Ah, okay.
Wo bin ich? Wie viele Missiles gibt es? Ich weiß es nicht, aber eindeutig zu viele. Runterfall? Nein, das war eine schlechte Idee. Und schnell wieder auf der anderen Seite. Leute, ich bin echt ins falsche Loch. Ich hoffe, ihr habt daraus gelernt. Hier ist das Secret? Hier ist das Secret. Ich weiß zwar nicht wo, aber irgendwo hier ist ein Secret. Da! Natürlich wieder mal nur ein Missile-Tank, aber, ne? So. Die wollen einfach wieder in den Abgrund stürzen, das kleinen Viecher. Oh, oh! Wir sind kurz vor irgendetwas. In diesem Raum nicht auch noch was versteckt? Tja. Hm. The Gravity Suit! Nice! Richtig gut. Und der Wave Beam. Give this to me. Alle Beams. Wir haben schon fast unsere komplette Ausrüstung haben, außer den High Jump. Noch was? Nein. One safe room. All them beams! Direkt unter mir. Hm. Wie komme ich nach unter mir? Hier durch vielleicht? Einfach durch alles durch. Läuft. So, und hier war auch noch was versteckt. Mehr Powerbomben, okay. Ich find's immer noch schön, dass wir gerade mal 5 E-Tanks haben. Nein! Oh, safe. Okay, das ist nur ein Rückweg. Das ist eine richtig harte Party da drin, ne? Und ich bin nicht eingeladen. Finde ich nicht so nett. So. Dann jetzt hier weiter. Da bringen wir uns einfach mal ein bisschen mit Ridley. Okay, kein Ridley, wir können weiter. Wir kriegen ein Super Missile Tank. Und krieg sogar voll aufgeladen. Nice. Jetzt können wir gleich Ridley richtig alles schön reinballern. Noch mehr Super Missiles. Ridley. Hm. Irgendwie dürfen wir jetzt hier nicht raus. Oh mein Gott, da kommt der Ridley Man! Ja,
Okay. Das war Ridley. Dad. Das ging schnell. Ich weiß nicht, irgendwie. Es ging schon ein bisschen schnell. Ridley, you okay? Ich glaube jetzt nicht mehr. So. Dann holen wir uns eben noch das letzte Item da unten. Und dann können wir es eigentlich auch gleich direkt durchspielen. Gerade gespawnt und schon war er tot. Weißt du, ich wollte ihm eigentlich eine Chance lassen und so ein bisschen mit dem hier aufgeladenen Plasma-Beam auf ihn schießen, aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt, also habe ich mir gedacht, okay, super, it will be. Das fand er dann auch nicht so geil. Hi, Jump Boots! Nice! Damit haben wir unser... Oh, nice. Kann man auch sich durchsneaken. Unser volles Inventar. Und die Karte. Schön, dass wir die auch ganz zum Schluss hier noch geholt haben. Ich hoffe, ich kann ja auch rückwärts zurück. Das ist ein Safe Room, den können wir auch noch mitnehmen. Dann holen wir uns jetzt gleich das eine doofe Item, an das ich die ganze Zeit nicht dran kam. Und dann auf zum Ende. Wo muss ich eigentlich lang? Ist eigentlich scheißegal anscheinend. Aber ich kann ja nur in eine Richtung zurück. Noch irgendwas lebendig drin? Nö, alles schon getötet. Ah. Da war die Falle. Ist schon geil, einfach durch die Welt mit dem mit der Screw Attack durchzufliegen. Nächstes Stream-Projekt beendet. Jan too good. Ja. So in etwa. Da kann ich nicht durch. Aber da kann ich jetzt zumindest sehen, dass das Ding sich ein bisschen nach unten durchgegraben hat. Also die Larve, die gerade runtergefallen ist zwischendurch, die liegt da jetzt noch tiefer. Ist echt tief gesunken. Irgendwas mache ich richtig oder falsch. Ich mache immer alles richtig. Nochmal durch das Raumschiff. Die Sache ist aber, jetzt sind wir ein kleines bisschen besser ausgestattet für das Raumschiff. Jetzt tut er uns nicht so weh. Statue kaputt. Hier einfach rein. Wo führt mich das jetzt hin? Ah! Nice! Genau hier wollte ich hin. Und jetzt kann ich nämlich da noch dran. Nicht? Was wäre denn da wenigstens für ein Item? Zeigt mir das Spiel nicht. Dann halt nicht. Na komm. Gehen wir eben einmal noch hoch und gucken uns das mal eben an. Hm, wie muss ich denn da durch?
Hier nach links. Die Sache ist, kann ich den Gegner da überhaupt jetzt dahin spawnen, weil ich den unten einfach jetzt geskippt habe? Ach, so gut, dass man verspringen kann. Vielleicht kommt er jetzt gar nicht erst und ich kann ihn da unten gar nicht aktivieren, weil ich einfach weggelaufen bin. Dann gehen wir mal jetzt weiter. Nach oben müsste ich eigentlich zu Criteria. Genau den falschen Weg schon wieder Wobei? Doch. Ich bin genau den falschen Weg gelaufen. Thank you.